Ich bin euch ja noch was schuldig, also ein Teil von euch hat auf jeden Fall nachgefragt, mal nach einem Fazit zum Tucano. Und für mich eigentlich jetzt von den Fünfschüttler, von den kleinen Maschinen, eigentlich die interessanteste, weil sie eben dieses APS-System hat, ja, was man da auf der Seite auf dem Deckel sieht. APS-System heißt im Prinzip, dass er drei Trommeln vorne drin hat. Und als das rauskam, war das halt irgendwie so 20% mehr Leistung. Die Bedienung an sich vom Monitor finde ich super. Also auch die Strukturierung, wie man sich das bestücken kann, das ist toll. Aber das Gewage hier, ja, also der ganze Sitz, das da, das ist, was mir im Prinzip am Alten besser gefällt. Ja. Ich laufe jetzt einfach nur dran vorbei, weil es halt ein schöner Anblick ist. Nehmen wir es einfach mit. Also ich habe stolze 200 Kilometer gemacht. Hast du halt gemacht, ja? Ja. Oh, da hast du richtig den Kaiserstuhl bereist, oder? Bisschen. Gut. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, für uns heißt es heute Morgen mal wieder Baustellentime. wir fahren jetzt wieder zusammen nach Freiburg zur Schauenzahnstraße. Da sind wir nämlich noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe nämlich den Schlepper schon im Laufen, denn ich muss hinten beim 722 in den Hinterrädern jeweils mal kurz den Luftdruck prüfen. Der sah nämlich ein bisschen, also ist ja ein Ackerschlepper bei uns, deswegen ist der Luftdruck eh immer ein bisschen geringer als normal. Aber jetzt mache ich mal wieder ein bisschen 1,2, 1,5 Bar rein. Und dann müsste das Ganze auch passen. Der Papa kommt jetzt auch gleich. Wir haben nämlich kurz vor 6, ja, 5.50 Uhr. Und der Papa kommt dann so um 6, weil um 6 sollten wir losfahren. Und dann sind wir nämlich pünktlich auf der Baustelle. Dann heißt es für mich zumindest erstmal Wasserfass anhängen, denn ich bin ohne das Wasserfass gekommen. Wir haben die Schlepper übers Wochenende heimgeholt, um mit der Mulde noch ein bisschen Mist zu transportieren zum Beispiel. Und eben beim 722er und 724er einfach mal alles so ein Check-up zu machen, dass wir beruhigt weiterfahren können. Weil wir wissen ja nicht ganz, ob wir die ganze Woche auf der Baustelle sind oder wieder nur, oder was heißt wieder nur, oder halt nur ein paar Tage. Das wird sich heute alles zeigen. Ja, auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, wir haben auch die guten Lichter am 722er. Für mich geht es jetzt erstmal ans Prüfen vom Luftdruck von den Hinterrädern. Ja, jetzt sind wir gerade mal bei einem Bar, 1,5 Bar schon. Aber das passt gleich noch ein kleines bisschen mal rein. Und dann geht es an die andere Seite. So, wir haben es jetzt lange wieder geschafft, auf der Baustelle anzukommen. Und ich habe auch schon voll gefüllt. Ich habe tatsächlich auch schon die erste Fräse, und zwar die kleine Fräse, mit Wasser betankt. Hier seht ihr nochmal mein Fass hinten dran. Und jetzt geht es für mich im, ja, Schleichgang, naja, mehr als 15 Fahrer hier berghoch nicht, zu den anderen wasserbenötigten Fahrzeugen. Also die Walzen wollen von mir noch Wasser haben, weil die wollen hier schon mal die erste Schicht fertig asphaltieren, glaube ich, haben sie gemeint. Und dann natürlich auch der Kutter, der oben steht und die restliche Strecke noch rausfräst. Der braucht dann natürlich am meisten Wasser. Und zu dem fahre ich dann jetzt gleich auch. Also ich mache jetzt erstmal hier entspannt mein Tempomat rein. Und dann geht's los auf den Berg, nämlich ganz da hoch wahrscheinlich. Denn da oben steht der Fräser und die Walzen stehen auch kurz vorher. Und dann fülle ich die erstmal. Das ist mal meine Tagesaufgabe. Der Papa, der ist schon oben. Der fährt wahrscheinlich schon fleißig hier den rausgefressen oder das Fräsgut weg sozusagen. Der muss jetzt wieder hochfahren. Der darf jetzt nicht mehr runterfahren. Runterfahren hat er ja gesagt, gefällt ihm eigentlich besser. Weil es halt einfach, ja, ein kürzerer Weg war. Und runterfahren war halt
wenn er nicht schnell gefahren ist, auch sehr schonend für die Bremsen, oder was heißt nicht sehr schonend, aber die Bremsen wurden mehr belastet, aber schonender für den Diesel. Und ja, jetzt darf er das nämlich alles wieder hochschaffen. Und ich ziehe jetzt meine Runden, gebe jedem Wasser. Wahrscheinlich wird es heute ein bisschen mehr Wasser tanken von mir, weil ich muss ja mehrere Geräte auch auffüllen. Heißt, ich fahre hier wahrscheinlich öfter lang. Und ja, aber es ist eine schöne Strecke. Immer mal wieder so kleine paar Ausbuchtungen, wo man dann auch mal kurz stehen kann und aus dem Weg ist. Und übrigens seht ihr hier mal das Rausgefräste. Da wurden jetzt eben nur die ersten 10 cm rausgefräst von der Schicht. Und der Rest wird drin gelassen und da wird eben ein sozusagen neuer Belag oder halt eine neue Schicht drüber gemacht, dass die Straße dann wieder schön ist. Wenn jetzt irgendwo Risse waren oder Löcher waren tatsächlich im Unterbau oder halt in der vorherigen Schicht, sage ich jetzt mal, da kommt auch noch die kleine Fräse in Einsatz, die fräst dann eben nochmal die tiefere Schicht raus. Das haben die nämlich jetzt am Freitag viel gemacht und da haben die dann schon mal angefangen, die Löcher dann ja wieder mit Teer bzw. eben mit Asphalt aufzufüllen und wieder glatt zu machen. Da habe ich nämlich auch schon eine Walze befüllt und ja, genau. Von dem her, so viel mal zu meinem jetzigen Plan. Ich weiß zwar noch nicht, wen ich als erstes befülle, beziehungsweise wen ich jetzt als nächstes befülle, weil als erstes habe ich ja schon die kleine Fräse gefüllt. Und genau, jetzt geht es für mich auf jeden Fall erstmal auf den Berg hoch zu den anderen. Na, schauen wir mal. Vielleicht haben wir eine gute Aussicht. Ich habe euch ja noch gar nicht die Aussicht gezeigt, weil wir haben jetzt keinen Nebel. Am Freitag war übel der Nebel da, am Donnerstag war es eigentlich recht schön. Am Mittwoch hat es ja mega geschüttet und von dem her hatten wir noch nicht so wirklich die Möglichkeit, euch die Aussicht zu zeigen. Aber die ist eigentlich echt schön und ja, von dem her, ich würde sagen, wir sehen uns später auf jeden Fall nochmal. Wir haben einen Parkplatz gefunden und haben uns gedacht, zeigen euch mal die wunderschöne Aussicht auf und schauen ins Land. Holz, Schläger, Madde, wenn es jemand kennt. Ne? Also ganz berühmtes Motorradtreffpunkt hier. Ne? Mhm. Und wir für uns jetzt gerade mal die Wendeplatte. Sozusagen. Wir sind also immer noch am Renovieren der Rennstrecke. Der Rennstrecke, dass sie wieder richtig gut flutscht. Und keine Rennen mehr gefahren werden. Dürfen. Also irgendwie war es früher mutiger, oder? Ja, aber ich glaube, das war einfach auch... Alles wird jetzt mit Sicherheit mehr groß geschrieben, weißt du? Ja, vielleicht war der Auto so eine ganze Schnelle heute. Ne? Ich zeige euch mal ganz kurz die Aussicht und dann komme ich gleich ja, wieder. Ja, ich komme mit. Weil wenn wir schon hier oben sind, da müssen wir auch die Aussicht zeigen. Es ist zwar keine Sonne da, aber es ist auch kein Nebel da. Ja, das kann man schon mal ein bisschen auch genießen, ne? Während der Arbeit. Ich meine übrigens gerade die Fräse kaputt, also an uns liegt es jetzt eigentlich gar nicht, dass nichts läuft. Nee. Und die erste Bahn ist auch so, wie es aussieht, jetzt durch. Da sieht man sie übrigens gerade. Es wird ein bisschen weniger abgefräst wie letztes Mal. Ich glaube, wir sind bei 4 cm, hat er vorgemeint. Ah, okay. Letzte Deswegen Woche kommen wir auch so viel weiter. Ja, ne? Ich habe schon gedacht, hey, jetzt ist schnell. Wir haben ja 10 gehabt, 10 cm, ne? Und da 4. Und die sind jetzt schon relativ schnell hoch. Ja. Da kommt auch schon der Besenfahrer wieder. Und das hier ist die wunderschöne Aussicht, die wir gerade haben. Es ist schade, dass die Kamera das nicht so richtig gut darstellen kann. Ne? Also das ist halt ein bisschen unser Problem noch mit deinen GoPros. Ja, ne? Ja, leider. Ich habe mir auch überlegt gehabt, weil vorher hat mich der Andreas auf die Idee gebracht. Da sind nämlich zwei da, die gerade filmen, weil die Meißel ausprobieren und so Testmeißel haben. Okay. Und die haben eine Drohne dabei. Ja. Und das sähe auch bestimmt cool aus, wenn man so diese Serpentine hochfilmen könnte, wie der Fräsfahrer da fährt.
Aber das haben sie aber, glaube ich, gemacht, ne? Ja, das haben sie eben gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ach scheiße, jetzt haben wir unsere Drohne nicht dabei. Aber ich glaube, mir wäre es ein bisschen zu gefährlich, mit der Drohne zu fliegen, bei den vielen Bäumen. Ja, nur Bäume, weil halt doch Zugwachse ist, ne? Ja. Zeigen wir da auf die Windräder, das kann man ganz toll zeigen, dass die alte Windräder stehen noch neben dran. Ja. Und die neue wäre auch schon wieder gebaut. Ich sehe zwar, wenn man das jetzt so anguckt, von hier, ja, dann meint man, das Neue ist genauso groß wie das Alte, ja? Aber das ist schon und normal. Und wenn du das jetzt aber von oben anguckst, dann siehst du, dass es deutlich, deutlich höher ist. Ja. Und somit halt wahrscheinlich längere Flügel hat und mehr Bums hat und dadurch hat mehr Strom macht. Aber das siehst du von hier unten auf der Position, wir sind überhaupt sehen sie relativ mehr. Gleich groß aus. Ja. Ja, wie gesagt, wenn du sie dann von weiter oben anguckst, ist Wahnsinn. Auch dieser gelbe Kran, wo da vorne dran steht, ja? Wie viel der also größer ist wie das eine Windrad hier vorne, ja? Und es steht auch nicht auf dem gleichen Hügel, das steht ein ganzes Stück hinter dran. Ja, ja. Und vor allem das runde Teil, was ihr da oben vielleicht sehen könnt bei dem zweiten. Ja, das haben wir gesehen, was hochgebracht worden ist. Das haben wir gesehen, wo es hochgebracht worden ist. Das ist schon krass. 80 Tonnen wiegt das Teil. Ja. Und das Häusle, was hinter dran ist quasi, ne, 140 Tonnen. Das ist aber wenn man sich vorstellt, in was für einer Höhe das da quasi jetzt da oben hängt. Ja. Also, boah, da wird mir schon schwindelig, und ganz Flügel ehrlich. Und Flügel kommen auch noch dran, die wäre auch nicht nichts wiegen. Vor allem die wiegen dann und sind ja sacklang. Die können die ja nicht zusammenschrauben da oben mal schnell, die kommen ja ab Stück, oder? Ja, nee, also jeder Einzelteil, oder? Ja, aber ich meine, du kannst ja nicht irgendwie den in der Mitte nochmal so abteilen. Boah, wie gesagt, das werden wir ja sehen, wenn wir noch eine Weile da sind, können wir das angucken. Aber faktisch halt, die Dinger sind riesengroß, ne? Ja. Also, auch wie gesagt, der Flügel wiegt was, ne? Vielleicht könnt ihr das mal unten reinschreiben in die Kommentare, was wiegt so ein Flügel? Windradbauer oder sowas, vielleicht. Ja, da sind bestimmt ein paar dabei, wo zugucken, ne? Wäre auf jeden Fall mal interessant tatsächlich, aber... Eben sehr coole Aussicht hier und diesen Parkplatz nehmen wir eben gerade als bisschen Umkehrmöglichkeit. Ich glaube auch die Wirtschaft ist ziemlich bekannt und auch beliebt. Ja? Früher war das halt so, da ist man quasi da geguckt, ne, und hat zugeschaut, wie die Motorradfahrer da vorne auf die Fresse sind. Ne? Arme Lager, ne? Und dann Applaus. Der Krankenwagen hat, glaube ich, als Auto da oben geparkt. So einen Stationspunkt hatte der. Ja, da ist, glaube ich, auch schon da im Ecke gestanden und hat gewartet. Ja? Mhm. Also von daher, heute ist es gesperrt, ne? Für Motorrad. Nur noch unter der Woche am Wochenende, wenn dann hier Ober High Life ist, geht's nicht. Ne? Ja. Also hier sind wirklich viele Motorradfahrer. Ja? Und ja, ich schaue heute immer noch ein schöner Treff. Aber jetzt sind es wahrscheinlich Biker. Es ist ja aber auch eine schöne Biker, Strecke hier. Elektrobiker. Ne? Oder Rennradfahrer, ja, gibt es natürlich auch noch. Ja. Die haben auch ziemlich so Kämpfe gehabt mit Corona und Co. Ne? Da durfte ja auch keiner mehr kommen. Ne? Ja, gerade so eine Wirtschaft, die, sag ich jetzt mal, am Arsch der Welt ist oder auf einem Berg, da kämpft man dann schon um jeden Kunden. Ja, und die vor allem, die ja so am Arsch der Welt sind, die müssen ja wirklich gut sein. Ne? Ja. Also entweder die haben ein ganz besonderes Essens- oder Getränkeprogramm oder sie haben halt eine Wahnsinnsaussicht wie die da oben. Sie haben halt was zu bieten. Die haben was zu bieten. Genau. Sonst fährt er nämlich kein Ochsen. Ne? Ja. Genau. Also wir schauen jetzt, dass unser Fräs wieder ins Laufen kommt. Und dass wir auch wieder ins Laufen kommen oder ins Rollen kommen. Vielleicht zum Hochfahren kann ich sagen, es sind jetzt noch 6 Kilometer von hier bis zur Spitze, also wo die Seilbahn quasi endet. Also ich quer noch mindestens, glaube ich, dreimal die Seilbahn von hier aus gesehen, ja, bis ich wirklich oben bin. Auch die Seilbahn ist ein toller Ausflug. Macht es, wenn ihr in der Gegend seid, ja, in Freiburg, wirklich, also Günterstal hoch, und einsteige, da hochfahre. Früher gab es, ich weiß nicht, kann sein, dass es noch gibt, eine Rollerbahn. Da konnte Roller mit dicken Rädern quasi den Berg wieder oben runter rollern. Ja. Das hatte Lukas und der Papa damals gemacht. Ich war noch zu klein und deswegen. Dann bin ich da mitgefahren. Du und der Lukas seid runtergefahren. Haben wir das schon gemacht? Ja, und der Opa ist auch noch mit. Okay, das weiß ich gar nicht. Und wir als Mädels sind runtergefahren, weil ich war zu jung. Hättest du aber gern gemacht? Ja, ich glaube, ich hätte es gern gemacht. Also, das ist auf jeden Fall ein toller Sonntagsausflug und wahrscheinlich dann halt am besten. Einfach mal machen, ne? Ja, genau. Und wir machen jetzt weiter. Oder warte noch? Ja, die Frage ist halt, die machen wir jetzt weiter, ne? Ja. Weil da oben stehen jetzt 8 oder 9 LKW in der Kurve, ne? Die reichen sicher für die restliche Strecke bis ans Ende. Und dann fahrt er ja eh wieder die komplette Berg wieder runter. Dann müsste eigentlich runterkommen und ich denke, so lange werde ich mir jetzt so unteraufhalten und nicht da oben noch zusätzlich die Straße blockieren, ne? Wenn die Fräse ganz tot ist, eventuell, weil die Motorhaube war auf. Das wäre nicht so gut. Ja, dann schauen wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja.
So, jetzt Leute, wir haben heute Dienstagmorgen, bei uns läuft ein bisschen Markt. Das ist irgendwie eine komische Position so von oben runter. Wir haben ein bisschen Markt und ich bin euch ja noch was schuldig, also ein Teil von euch hat auf jeden Fall nachgefragt, mal nach einem Fazit zum Tucano. Genau, Klaas, Tucano, ich stehe auch gerade vorne dran. Mit unserem Klappschneidwerk, was ja auch für viele was Besonderes ist. Bei uns eigentlich in der Gegend ist das Standard, dass man Klappschneidwerke fährt, weil einfach die Region so klein strukturiert ist. Ne? Der Mähdrescher steht jetzt hier quasi noch zum endgültig sauber machen. Aber so richtig endgültig ist es irgendwie nicht dieses Jahr, weil eventuell jetzt noch Bohnen kommen. Sojabohnen habe ich jetzt noch einen Kunde, wo noch ein bisschen was gedroschen haben möchte. Und ich stelle euch jetzt mal kurz den Glasmähdrescher vor und mache auch da dazu jetzt vielleicht mal ein bisschen kleines Fazit, weil das einfach gewünscht worden ist. Also der Mähdrescher ist von Baujahr 10, war aber schon, ich denke, lass mich nicht lüge, etwa 1000 bis 1200 Stunden beim Kollege im Dienst, der sich dann einen 560er gekauft hat, weil er gemeint hat, er muss einfach mehr Leistung haben und wollte einfach auch den Rotor. Für uns war das ideal, also wir haben ja hier die Schüttlermaschine, das ist die Tucano 430. So. Und für mich eigentlich jetzt von den 5 Schüttler, von den kleinen Maschinen, eigentlich die interessanteste, weil sie eben dieses APS-System hat, ja, was man da auf der Seite auf dem Deckel sieht. APS-System heißt im Prinzip, dass er 3 Trommeln vorne drin hat. Und als das rauskam, war das halt irgendwie so 20% mehr Leistung, was man da damit generiert. Ist ganz einfach erklärt, man hat quasi vorne eine Beschleunigertrommel, die das Erntegut, was jetzt hier der Schrägförderer hochgeht, beschleunigt auf Dreschtrommelniveau und auch das Ganze ein bisschen auseinanderzieht und entspannt. Dadurch hat man halt einen schöneren Austausch mit der mittleren Trommel da oben. Ne? Und die hintere Trommel wendet das Ganze nochmal, um dieses die Körner quasi aus dem Stroh noch besser rauszukriegen. Dann kommen diese 5 Horderschüttler. 5 Schüttler aus dem Grund, weil einfach das Kastenmaß, was man hier sieht, ja, hier das da, das Kastenmaß einfach besonders schmal ist und dadurch können wir natürlich extrem breite Reifen drauf machen. Der Mähdrescher ist jetzt mit 800er Bereifung bereift und hat natürlich auch ein sehr geringes Eigengewicht. Und das ist, meine ich, der Hauptvorteil gegenüber einer großen Lexion, dass das Gerät halt einfach nur 14 Tonnen wiegt. Und mit den 14 Tonnen kann man relativ lang fahren. Also ich kann das wirklich aus der Praxis sagen, dass ich hier fast mit dem Raubemähdrescher mitfahren kann. Natürlich, der Mähdrescher hat auch Allrad, möchte man auch gleich dazu sagen. Also eigentlich die ideale Konfigurierung für uns damals gewesen. Und man hatte der Vorgänger, hat auch schon Allrad gehabt. Zum Allrad kann man sagen, der einzige Nachteil ist, dass er dann langsamer läuft. Aber wenn es so schwere Bedingungen sind, dass du Allrad brauchst, sage ich jetzt mal, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man nur noch 5 Kilometer, sage ich mal, fahren kann beim Drescher. Also, zu dem Mähdrescher kann man sagen, der fährt bei uns im Jahr ca. 500 Hektar Waresalz. Jetzt ist es eben nicht mehr ganz so viel, da wir ja jetzt dieses Jahr auch viel mit dem Fendt-Mähdrescher gedroschen haben. Und wir haben auch Kunde, die halt jetzt den Betrieb aufgegeben haben. Also einer ist gestorben, andere Kunden sind in Rente, haben auch schon 2. Ja. Also von daher haben wir schon einiges an Kunden verloren. Jetzt wird natürlich wieder einer sagen, die Fläche ist doch trotzdem da. Ja, die Fläche ist da, aber die Fläche ist dann meistens in einen größeren Betrieb gewandert, der halt vom anderen Lohnunternehmer dreschen lässt. Punktum. Somit wird es eigentlich immer weniger. Ja. Wenn jetzt nichts Neues irgendwie um die Ecke kommt, denke ich, dann sind wir fast so weit, dass wir nur noch unseres machen und ein bisschen was. Also wirklich nur noch die engste Kollegen. Ist auch nicht das Allerschlimmste. Ich denke, der Mähdrescher hätte jetzt etwa 4000 Hektar drauf. Der hat also auch schon richtig gut geleistet. Da kommen natürlich jetzt auch mal noch ein paar Sachen, die dann halt wahrscheinlich nach 4000 Hektar auch wirklich fällig sind. Ich will jetzt das nicht beschreien, aber das sind natürlich Sachen, die kommen können, würden kommen. Ja. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, für die, die auch Mähdrescher in der Art und Weise haben. Und halt, da das die Erfahrung schon gemacht habe mit 4000 Hektar plus. Zum Schneidwerk kann man sagen, das haben wir relativ neu. Ich denke, das ist die dritte oder vierte Saison, was das Schneidwerk läuft. Ja, da haben wir den Vorgänger schon gehabt. Und da schauen wir auch, dass wir immer relativ neu unterwegs sind. Ja.
Weil so ein Schneidwerk hat schon Verschleiß. Aber wenn man es meint, hat keinen, aber das hat Verschleiß. Und es läuft einfach auch schöner, es macht schöner auf und zu, wenn alles noch einigermaßen die Buchse satt sind. Ja. So. Also das kann man sagen, an dem neueren Schneidwerk ist auch eine größere Walze drin. Oder Walze, Zuführtrommel. Ja, das hat auch einen Vorteil, also das ist das da vorne hier, ne? Da drinnen. Ne? Wenn die größeren Umfang hat, dann läuft es natürlich langsamer schon und da drescht natürlich nicht weniger, sage ich mal, schon im Schneidwerk, sondern eher da, wo es dreschen sollte, nämlich eigentlich im Dreschwerk oben drin. Zu den vier Schüttler kann man sagen, das macht eigentlich relativ gutes Stroh. Wenn es bröselig ist und mit den drei Dreschtrommeln kann man auch sagen, kann man das Stroh genauso mal drittiere kaputt machen wie mit dem Schüttlermähdrescher. Also muss ich da auch ein bisschen zähmen und beruhigen und vorsichtig sein. Zu der Wartung würde ich im Großen und Ganzen sagen, ist eigentlich ein relativ wartungsfreundlicher Mähdrescher. Klar, es sind jetzt keine Schmiernebel mit 50 Stunden und so weiter wirklich dabei. Ne? Also im Großen mit 50 Stunden sind natürlich 10 Stunden Schmiernebel dran, also alle 10 Stunden, jeden Tag ist da ein bisschen was zu machen. Finde ich aber gut persönlich. Besser wie so lange Intervalle, wenn man sich das Ganze dann eben auch anguckt. Man guckt sich die Keilriemen an und das ist immer für mich ein Beweis, ist der Keilriemen satt, funktioniert er und ich gucke ihn mir an und ich sehe, ob er glänzend ist, ob er Risse hat. Ja. Das sind einfach so Sachen und das kann ich einfach machen, wenn ich jetzt regelmäßig schmiere. Also man sieht jetzt hier, da ist eigentlich 50 Stunden angeschrieben hier. Ne? Rot ist 50 Stunden, Dreschtrommel machen wir öfters. Ja. Definitiv. Ja, so Sachen wie Kontangrohr, ne, ist auch alles schön zusammengefasst. Also, der Mähdrescher hat im Jahr eben so, wahrscheinlich jetzt nicht mehr die 500, eher noch 400 Hektar. Da davon ist aber ein Drittel bis zur Hälfte eigentlich Mais, Körnermais. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem, denke ich, weil der Körnermais halt der Maschine schon heftig zusetzt. Also, das kann man schon sagen, dass Körnermais eine ganz heftige Geschichte ist. Ja. Ich denke, von draußen kann ich euch jetzt nicht viel mehr zeigen. Allradachse, ne? Also das sind schon feine Sachen, was der Mähdrescher hat. Häcksler hat er auch irgendwo der bessere drin. Bei uns wird aber gar nicht gehäckselt, weil halt das Stroh komplett benötigt wird. Motorisiert ist er mit dem Mercedes-Motor. Der Mercedes-Motor hat wahnsinnig Bums. Also zu viel Bums für die Kühleinheit da oben. Das ist definitiv, was ich schon weiß. Jetzt gehen wir mal hoch in den Mähdrescher. Nehmen wir euch jetzt einfach mal gerade so mit hoch. Also Kabine, ist klar, ne? Das gleiche in grün wie in allen anderen auch. Man kennt sich aus, wenn man reinsitzt. Dann sehen wir drei halbe Schlüssel drum. Schauen wir mal Radio gucken, dass da nichts angeht. Die Lüftung machen wir auch aus, die brauchen wir auch nicht. Mähdrescher läuft, macht die Tür zu. Also ist auch wichtig, so einen Mähdrescher erstmal laufen zu lassen. Wenn er steht, einfach auch eine Batterie ein bisschen zu laden. Und einfach, dass das Ganze nicht vor sich hinrostet, sage ich mal ganz blöd. Vom Fahrer her hat es gegenüber der Lexion halt einen richtigen Vorteil, finde ich, weil die Maschine wirklich kleiner ist. Ne? Also diese abgerundete Kante, ich zeige euch das mal im Spiegel noch mal. Was kann da, wie das so seht, ja. Also der Mähdrescher hat oben so schräge, abgerundete. Ah, man sieht es nicht richtig, glaube ich. Aha, die 500 Stunden schreit auf jeden Fall, das jetzt, ne? Genau. Und die 10 Stunden schreit auch, also ein bisschen Wartung müssen wir machen. Diese abgerundete Kante da oben, die sind echt super, weil da kannst du halt echt nur noch an der Bäume vorbeifahren. Das Hinterrad sieht man perfekt im Spiegel. Ja. Das ist alles bei dem Lexion. Ein viereckiger, großer Kasten. Also das ist das, was mich eigentlich am meisten daran stört. Dass ich halt doch noch kleiner und wendiger bin. Und dann natürlich das Leichter. Das ist, glaube ich, das Hauptvorteil an dem Mähdrescher. Dass ich halt durch das Leichte und diese große Bereifung auch bei schwierigen Bedingungen relativ lang fahren kann. Wenn man davon ausgeht, dass jetzt so ein Raubermähdrescher, glaube ich, von vornherein schon mal 20 Tonnen leer hat, plus Material im Kontank, dann kann man sich vorstellen, da braucht der auch letztendlich dieses Raubefahrwerk. Und bei deiner Raube ist es auch so, dass die natürlich auch nicht so toll um die Kurve laufen, sondern auch immer einmal geradeaus wollen. Also da hat man natürlich im Vorgewende auch
mehr Probleme wie jetzt hier mit dem Radmähdrescher. Ne? Und bei uns diese kleine Struktur, das könnt ihr euch ja vorstellen, da geht es ja nicht Kilometer und minuteweise geradeaus, sondern eigentlich die ganze Zeit Wende, vorwärts, rückwärts, Wende, vorwärts, rückwärts. So läuft es eigentlich hier bei uns zum Dreschen. Also oben seht ihr, ganz einfache Ausführung, Klimaanlage, Heizung. Heizung eben aus dem Grund, weil wir halt im Mais unterwegs sind. Da schmeißen wir ganz froh, wenn man ein bisschen heizen kann. Und die Scheibe dadurch jetzt nicht so beschlagen. Ne? Also das obligatorische Monitor zum hinter dem Mähdrescher gucken ist natürlich dran. Beleuchtung ist auch klar. Schauen wir mal kurz ein bisschen in der Mähdrescher rein, was er uns hier alles bieten kann. Also ganz normale, einfache Bedienung, wie man es halt vom Glas kennt. Wenn ich jetzt vorne, hier sind wir jetzt quasi auf dem Schneidwerk. Wenn ich jetzt auf Schneidwerk drücke, dann könnte ich jetzt hier reingehen und einzelne Funktionen vornehmen, und so kann ich mich eigentlich hier durchblättern, mit rechts und links fahren. Hier wäre meine Teilbreite, hier wäre das Schneidwerk. Ihr seht also, wir haben hier da 5 Meter eingestellt, obwohl wir eigentlich auf 5,40 Meter Schneidwerk haben, aber halt keine automatische Lenkung. Und 40 Zentimeter, da sind wir uns mal ehrlich, die hätten wir also gleich den Tag durch verschenkt. Ja. Dann hätten wir hier diese 50%, das wäre ja quasi der Einschaltzeitpunkt vom Hektarzähler. 4 Teilbreite können wir schalten, dann hätten wir hier quasi der Motor, die Auslastung, hier hätten wir die Gebläsedrehzahl, hier haben wir die Betriebsstunde, also 4666 Betriebsstunde, Uhrzeit ist klar. Hier drüber haben wir zweimal Verluste, einmal für die Schüttler, einmal für die Siebe. Da hätten wir quasi die fest eingestellte Punkte vom Schneidwerk, wo man direkt so anfahren kann, und hier haben wir quasi den Auflagedruck und auch wieder die Punkte, die man dann definieren könnte, wo das Schneidwerk quasi fahren soll. Wie tief? Und da kann man sich zwei Punkte quasi programmieren, untere von mir aus für das Lagergetreide und den ober für den normalen Schnitt. Dann haben wir hier die Einstellung vom Mähdrescher, also jetzt sind noch 43% Diesel drin, 33 Grad ist die Motortemperatur, klar, mein erst angeschmissen. Hier können wir quasi in die Früchte rein und können uns aussuchen und auch Daten anschauen, wie Klaas uns das empfiehlt zu dreschen. Das klingelt das Telefon, und dann machen wir kurz gucken. Ja, den drücken wir jetzt kurz weg, das ist der Lukas. Also Daten quasi von den Erntegütern, die man dreschen will. Aber, das ist der Unterschied zum Lexion, es stellt nicht automatisch ein. Das heißt, ich bin derjenige, der quasi der Korb einstellt, der Wind einstellt, der die Dreschtrommelgeschwindigkeit einstellt. Also es ist hier alles mechanisch und einfacher gelöst. Dann haben wir hier diese Hektargeschichte und dann haben wir natürlich hier noch unseren Werkzeugschlüssel und die CBIS-Einstellungen. Gehen wir mal hier in die Hektar, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Dann gehen wir mal in das Insgesamte. Das sind jetzt insgesamte Übersicht, was dieser Mähdrescher schafft. Das interessiert ja wahrscheinlich die meisten. Also 4666 Betriebsstunden. Davon hat er wirkliche Arbeitszeit 2184. Effektive Arbeitszeit ist 1499. Das heißt also, hier ist der Mähdrescher gelaufen mit dem Dreschwerk an. Hier ist das Schneidwerk auf dem Boden gewesen mit den 1500 Stunden. Dann haben wir Strohhäckselzeit 1500 Stunden. Dann haben wir Fläche, die er geschafft hat, 3699. Also wir sind noch nicht mal ganz bei 4000 Hektar, aber ist natürlich schon eine beträchtliche Leistung für so einen Mähdrescher. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante, was man hier jetzt vergleichen sollte. 4000 zu 3600. Das heißt also, auf unseren Flächenstrukturen schafft der Mähdrescher keinen Hektar in der Stunde zum Dreschen. Also so viel für jede Berechnung, was so ein Mähdrescher arbeitet. Also wenn er da irgendwo reinschreibt, 2,5 Hektar die Stunde oder so. Ja, das ist alles hübsch auf dem Papier. Wenn ihr ehrlich zu euch seid und ihr guckt rein in eure Mähdrescher, dann werdet ihr ähnliche Zahlen wie ich hier feststellen. Ich denke, die größere werde irgendwo bei 1,5, 1,7 Hektar liegen, die ganz große vielleicht bei 3 gefühlt über alles. Würde mich auch mal interessieren, wie eure Zähler da aussehen. Also auch mal in die Kommentare gerne reinschreiben, gerade die Mähdrescher-Profis. Aber hier in unserer Region, wenn du es schaffst an einer Saison, ein Hektar die Stunde zu dreschen, dann ist das eigentlich schon gut gelaufen. Wie gesagt, wenn du am Tag 14, 15 Mal Schneidwerk auf und zu, ne, so muss man sich das etwa vorstellen, dann bist du auf jeden Fall vom Ein- und Aussteigen bist du auch müde. Ne? So ein Mähdrescher schafft bei uns am ganz, ganz schlimmen Tag mit Überstunde und Co. irgendwie 18 Hektar.
20 Hektar, wenn das total übertreibst, schon vielleicht auch mal ein bisschen größeres Stück dazwischen war. Aber wie gesagt, über die ganze Saison gesehen, seht ihr es ja jetzt hier, also weniger wie ein Hektar. Man könnte es auch genau ausrechnen, wenn ihr es wollt, aber das könnt ihr selber machen. Strohhäckselfläche 2100. Das rührt im Prinzip aus dem Mais, weil man die Maisfläche ja letztendlich den Häcksler dahinter am Laufen habe. Genau. Was haben wir denn eigentlich hier? Strohhäckselfläche? Strohhäckselstunden. Also Fläche und Stunden, sorry, ja, genau so sieht es aus. Also diese 2118 Hektar haben wir gehäckselt und das rührt aber in der Regel aus Maisanbau. Genau, also so viel konnte ich euch jetzt hier drin im Prinzip zeigen. Ich denke, das ist richtig interessant, gerade für die Mähdrescher-Fahrer, die dann halt in großen Strukturen fahren, das einfach mal zu sehen, dass man auch mit so wenig Fläche letztendlich in der Stunde hinkommt. Ja, man muss einfach mehr verlangen, man muss mal ganz klar sein. Ja, wenn man so kleine Strukturen drischt, muss eigentlich am Ende des Hektars auch irgendwo die 200 Euro stehen. Ja. Also ich nenne jetzt die Zahl einfach mal, ich weiß es nicht, wie bei euch gedroschen wird, würde mich auch mal interessieren. Ich weiß, dass viele für 150, 170 Euro fahren, aber bei denen Strukturen und denen Größe hier geht es, denke ich, nicht unter 200 Euro pro Hektar, was man verlangen muss. Ja, was kann man noch zu dem Mähdrescher sagen? Er hat einen Korntank, ist natürlich klar. Der Korntank ist immer zu klein, wie bei allen Mähdreschern. Ne? Und trotz dessen ist er groß genug, weil das Ding macht sich dann einfach schwer da oben drin. Es fährt sich nicht mehr so schön, gerade wenn man dann irgendwo bergauf geht. Ist der Mähdrescher natürlich auch an der Leistungsgrenze, also wenn man da vorne volle Kanne drischt und wir haben ja jetzt auch keinen Strom mehr, was klein und kurz gespritzt und so ist, sondern bei uns ist ja irgendwie Tridikale, 1,50 Meter, 2 Meter teilweise Rucke, ja, so Geschichte, ja, und dann will jeder ganz unter abgeschnitten haben, also da muss auch richtig Masse durch den Mähdrescher durch. Und da kann man sich vorstellen, was man hier mit dieser, das ist ja 45er Trommel, also nicht wie bei deiner Lexion mit 60 bei der alte, bei der neue jetzt sogar mit 85, sondern 45er, also ganz altes System eigentlich, was da durch muss und was sich da bewegt unter drin. Also ich habe das oft mit dem Mähdrescher, wenn es dann noch bergauf geht und der Korntank noch voll ist, dann bist du auf der Leistungsgrenze, dann hast du deine 100% Motorauslastung bald zusammen. Und da muss ich sagen, dann ist oftmals das Kühlerpaket dahinter eigentlich der begrenzende Fakt, wo du dich dann bremsen musst oder sagst, okay, jetzt musst du einfach aufhören mit versuchen, 6 Kilometer den Berg hochzufahren. Das würde gehen vom Druschergebnis her, aber von der Leistung her, vom Mähdrescher geht es eben nicht. Und dann musst du dich zurückhalten, dann fahrst du halt nur 4. Und das ist, glaube ich, auch so ein begrenzender Fakt, wo ich mir dann manchmal halt doch einen leistungsfähigeren Drescher wünschen würde. Aber insgesamt muss man sagen, Preis-Leistung ist natürlich mega gut an dem Drescher. Erstens, der ist schon teuer im Verhältnis, weil es eine gesuchte Maschine ist. Aber der hält den Wert sehr gut. Ja, also der ist jetzt immer noch ein richtiges Geldwert. Wenn ich den jetzt morgen ausschreibe, habe ich den sicher los, weil das ein toller Bauernmähdrescher ist. Also so ein Betrieb, 200 Hektar, das trischt ja locker auf einer Arschbacke weg. Ja, und dann bist du dein eigener Herr, kannst losgehen, wann du willst. Und das ist auch wieder zu erarbeiten, der Preis, was so ein Mähdrescher kostet. Klar, das Schneidwerk da vorne ist jetzt relativ neu, kann man dazu sagen, kostet auch irgendwo 50.000 Euro. Ne? Darf man uns also auch nichts vormachen, ne? Weil dann hast du noch einen Maispflöger dazu, dann machst du auch noch mal 50.000 Euro. Das heißt, dass allein die Schneidwerke für die Mähdrescher sind schon 100.000. Ne? Würde ich mir den nochmal bestellen? Das ist jetzt meine Frage, ja, würde ich machen. Gut, im Moment würde ich vielleicht zum Rotor tendieren. Weil man halt eben immer noch viel Mais und so Geschichten macht und halt doch den kleinen Tage mehr Leistung. Aber ich weiß, dass meine Kollegen, die viel Rotor fahren, der Rotor braucht auch mehr Sprit. Ja, also mit dem Fendt kann er nicht mithalten, der Glas. Das ist ganz klar. Ne? Also der Motor dahinter, der hat Leistung. Ich denke, der hat mehr Leistung wie der Fendt-Motor. Aber ist sicher Einstellungssache, der ist sicher mal toll optimiert worden da oben, ja. Aber der braucht auch richtig Diesel. Also da ist ein Drittel mehr wie beim Fendt, können wir da einfach mal dazu schreiben. Von der Bedienung her können wir uns hier vielleicht mal noch hier den Hebel angucken, aber das ist natürlich auch Glas, für alle Glasfahrer ja nichts Besonderes, das kennt hier jeder. Ne? Was auch ein Unterschied ist zum
Lexion ist natürlich hier mit Schalter von Hand, also kein Knopf zum irgendwelche langsamere Gänge reinmachen. Ja? Also hier ist auch unser Allradschalter, ne? Und diese zwei gelbe Schalter zum Laufen lassen vom Schneidwerk und von der Dreschmaschine. Ja? Dahinter haben wir noch was Besonderes. Da kann man, wenn es ein Zauber wäre, wird man sehen. Da haben wir ein Loch zum Neugucken. Da sehen wir sozusagen die Überkehr. Das ist natürlich bei allen anderen Mähdrescher auch nicht, dass man so richtig in die Überkehr reingucken kann. Das heißt, es hat den Vorteil. Also beim Fendt weißt du zwar, ist die Überkehr voll oder leer. Das zeigt es auch an. Aber hier siehst du halt definitiv, was ist drin. Ja? Sind Körner drin oder sind ein Haufen Ehre oder Stroh drin? So, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis von der Einstellung her, wenn man das schon weiß. Von der Kabinegröße muss ich sagen, ist mir der Mähdrescher richtig angenehm. Also das ist eine tolle Größe. Das ist größer wie die vom Fendt. Ich vergleiche es jetzt mit dem Fendt, weil ich jetzt halt im Prinzip der Fendt hier auf dem Hof habe und kann es halt im direkten Vergleich auch sehen. Spiegeltechnisch und so ist beim Fendt natürlich schon schöner mit dem elektrisch verstellbar. Aber da hast du natürlich auch mal wieder die Geschichte mit der Äste und den Bäumen. Ne? Sehr stabile Geschichte hier beim Glas. Also da habe ich jetzt noch nicht geschafft, mal einen Spiegel kaputt zu machen in den ganzen Jahren. Wie gesagt, habe ich glaube am Anfang schon gesagt, der Mähdrescher ist von 2010. Ja, die ersten Jahre habe ich mir nicht gefahren mit, da ist eben der Kollege gefahren, so irgendwie bis 1000 oder 1200 Stunden und von der da bist du eigentlich bei uns. Kühlfach üblich wie bei Glas, also von daher über der Korntank kann man eigentlich auch nicht viel sagen. Natürlich könnte der größer sein, ja, da kriegst du halt irgendwie so 5 Tonnen Weizen rein, 4 bis 5 Tonnen und bei Mais ist es immer zu wenig. Ne? Also wenn du einen guten Maisbestand hast und der Kompass, dann bist du halt noch 25 A voll. Das müssen wir uns klar sein, dass wir dann pro Hektar dreimal, vielleicht sogar viermal abtanken müssen. Ja? Also dann ist richtig was los. Ne? Und dann verliert man auch die Zeit, ne? Also diese Druschzeit. Weil auf deine kleine Struktur kann man sich vorstellen, dass ich das jetzt nicht mit nebenher fahre und während dem Fahrer abtanke. Also wir machen das ab und zu mal, ja, weil wir halt eingespieltes Team sind. Auf unserer Fläche, wenn wir aber zu der Kunde kommen, ist es halt üblich, dass der Kunde stellt dann meistens der Wagen halt oben hin und sagt, Uli, mach mal's voll. Und wenn er zwei, drei Stücke hat, dann stellt er dann jeden Acker im Prinzip eine Waage, ja, und ist weg. Und dann machst du dem seine Ernte, ne, was ich auch immer ein bisschen schade finde, weil eigentlich müsste man ja die Ernte, die wichtigste Zeit im Jahr, auch letztendlich dabei sein, da will man sehen, was kommt, was geht. Ne? Aber das ist halt heute leider nicht mehr so. Also viele lassen uns einfach tun und macht uns die Ernte weg. Ja? Vom Ernte her kann man sagen, wir fahren eigentlich auch alles bei unseren Kunden, also weil wir halt auch große Anhänger und so weiter zur Verfügung stellen können. Und meistens sind die Kunden auch eingespannt in ihre Gemüsebaubetriebe oder in ihre Obstbaubetriebe. Also von daher ist eine tolle Symbiose, das wertet uns natürlich diesen Mähdrescher auch noch ein bisschen auf. Losgehe tut es bei uns ähnlich wie bei euch. Wir sind natürlich durch diese besondere Lage von Emmendingen jetzt hier oder überhaupt jetzt vom Kaiserstuhl natürlich schon in einer, ich sage immer Toskana von Deutschland, da ist schon schön, ne? Also da ist alles ein bisschen früher und auch gerade jetzt der Körnermaisdrusch wird jetzt dann Ende September auch der erste, sagen wir mal so, mit Frühdrusch beginnen. Also da geht es schon los. Ne? Und ähnlich ist es beim Getreide, sind wir natürlich auch relativ früh. Ich habe jetzt gesehen, dass jetzt vor, was weiß ich, drei Wochen ja irgendwie immer noch gedroschen worden ist im Norden oben. Ja? Und also das ist schon verrückt. Ne? Also dass das solche Unterschiede sind zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Aber gut, es ist so, ja, lassen wir so stehen und von der anderen Zeit kann man sagen, der Mähdrescher läuft halt 20 Tage etwa im Getreide, circa, plus minus, ja, also eher ein bisschen plus. Und aber dann macht er auch nochmal irgendwo so 20, vielleicht auch 30 Tage im Mais. Beim Mais hat man einfach auch nicht die Leistung. Ne? Also wir fahren immer 6 Reihe Pflüger, das zeigen wir euch demnächst mal im Video. Da wird es so sein, dass du halt am Tag, wenn du dann die 12 oder 14 Hektar fertig hast, dann war das schon ein guter Tag. Ja? Und dann hast du auch immer das Problem ein bisschen mit der Feuchtigkeit. Da verträgt ein bisschen Feuchtigkeit oder Frost und was man alles da so irgendwo habe. Wenn es immer staubtrocken ist, kannst du natürlich von früh morgens bis abends nachts fahren. Aber wenn dann die Haare von dem Mais richtig bebig nass sind, dann geht es auch schlecht durch die Maschinen. Sind wir uns klar und ehrlich. Ja? Also von daher sind die Zeiten im Herbst, wo man Mais drischt, halt auch nicht 20 Stunden am Stück. Sondern wenn man dann irgendwo halt 12, 14 Hektar am Tag mit der Maschine geschafft hat, dann ist das super.
auch wieder abhängig von diesen Mengen, die auf der Felder stehen. Natürlich haben wir schon Jahre gehabt, durch die Trockenheit, keine Kolbe dran. Hast natürlich viel Hektar schneiden können und wenig abtanken. Dieses Jahr haben wir ja Wasser ohne Ende. Gibt es sicher große Mengen. Und diese großen Mengen, ich werde es euch zeigen, wenn wir am Drescher sind. Ich vermute, dass das so zwischen 25 und 40 A ein Tank voll ist. Und dann wissen wir, dann ist halt dreimal Abtanke pro Hektar. Ne? Und Abtanke ist bei dem Mähdrescher etwa 8 Minuten. Also bis du fertig am Wagen bist, das musst du alles gut organisieren, bis Rohr draußen, bis abgetankt, bis du wieder im Bestand drin stehst, sind also zwischen 4 und 8 Minuten sind weg. Und wenn du das dreimal machen musst, kann man sich ja auch selber ausrechnen. Ne? Das braucht einfach seine Zeit. Also Abtankgeschwindigkeit könnte natürlich schneller sein. Ne? Also wenn du die neue Mähdrescher jetzt nimmst, die tanken natürlich alle deutlich schneller ab. Dieser Tucano hatte das schräge Rohr noch nach oben. Das heißt, auch der ganze Mais muss nach oben geschafft werden. Da hast du einfach die Leistung nicht. Ne? Also ich denke, das mit dem waagrechten Rohr raus geht einfach fixer. Also das wäre schon mal ein Vorteil, wenn man in die Richtung gehen würde, neue Maschine. Aber die Zeiten sind im Moment nicht so für neue Maschine. Und die Maschine ist wirklich so gut. Das ist jetzt kein Schmäh, was ich sage. Die ist so gut. Ja. Also da habe ich keine Bedenken, die noch ein paar Saison weiterzufahren. Ja. Und deswegen bin ich sehr zufrieden eigentlich. Und das ist eigentlich auch das Fazit von dem Mähdrescher. Sehr zufrieden, sehr einfach aufgebaut. Eine tolle Maschine, Einsteige, leicht zu verstehen. Ja. Kann eigentlich auch jeder drauf sitzen und losfahren. Und wie gesagt, das Dresche ist hier nicht das Problem. Bei uns ist wirklich das Finden von den Grundstücken, die Kunde zu finden. Gehört es jetzt dem Kunde? Ist da die Grenze? Oh, wo fängt die Grenze an? Weil man halt so viel kleine Stücke hat. Ja? Also noch einmal zum Verständnis. Bei uns ist alles unter einem Hektar im Durchschnitt. Ja? Und deswegen, also von daher, das ist eigentlich die größere Kunst, die Kunde zu finden, denen ihre Grundstücke zu finden. Das Mähdrescherl ist wirklich einfach und trotzdem sehr leistungsfähig, wenn man weiß, dass wir jedes Jahr damit dreschen. So, damit das Ganze jetzt nicht zu lang wird, das Fazit, tolle Maschine, kann man wirklich Glas loben. Da haben sie richtig, richtig was Gutes zusammengebaut. Steckt viel Erfahrung und viel Wissen von den letzten Jahren drin. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare machen, ich beantworte euch das. Ich glaube, ich konnte die Maschinen toll zeigen und es ist auch ein tolles Ergebnis dabei rausgekommen. Also sofort wieder kaufen. Macht's gut. So Leute, wenn wir gerade am Fazit machen sind, können wir uns das da auch noch mal kurz angucken. 724 Generation 7, tolle Maschine. Hat jetzt bei uns 300 Stunden, über 300 Stunden gearbeitet. Hängt jetzt dahinter wieder am Maschio, Tiefenlagerer. Wir sind noch zu feucht, also wir warten jetzt noch ein kleines bisschen, dass wir wirklich auf der Acker können. Kleines Fazit zum Schlepper, jetzt nach 300 Stunden kann man sagen. Also das, was drin ist, funktioniert alles. Es ist toll aufgebaut, toll strukturiert, also die ganze Technik ist eine super Geschichte. Was richtig, richtig überzeugt, ist aber Getriebe, ist Motor. Also das Zusammenspiel zwischen dem Motor und dem Getriebe, das ist sozusagen die Krönung an der Maschine. Haben wir auch gesehen, wir waren auf Traktor-Pulling, ja. Und da sind sie wirklich gefahren mit der Maschine, konnte mithalten. Mit deutlich größeren Schlepper, weil einfach die PS-Leistung besser am Boden ankam. Also dieser direkte Allradantrieb, ja, ist eine wunderbare Geschichte. Was ich jetzt schon bei dem vielen Muldefahrer, was ich die letzten Tage gemacht habe, absolut zum Schätzen gelernt habe, ist einfach, dass es keinen kleinen Bereich mehr gibt zum Runterschalten. Also erste Stufe, zweite Stufe. Ja, das ist halt, ja, du hast halt immer Kraft. Du brauchst nicht umschalten, du brauchst nicht Allrad einschalten. Also wirklich, wie das Getriebe die PS auf der Boden bringt, das ist echt eine wahnsinnige, tolle Leistung vom Fendt. Da hat er sich wirklich, wirklich verbessert gegenüber dem 828. Ich finde jetzt auch die Leistung vom Motor sehr gut. Und was ich, glaube schon mal in einem anderen Video gesagt habe, was mir halt richtig imponiert, ist, wenn du den Schlepper nicht 100% auslastest, so 90% Auslastung schaffst, dann sucht er sich definitiv Wege, wie er quasi die Drehzahl reduziert, und über diese Drehzahlreduzierung sparst du wahnsinnig an Diesel ein. Ich habe ein Beispiel, ich bin gestern auf den Berg hochgefahren, wenn ich denn mit 20 Fahrer bin hoch, ja, dann sind das etwa 20 Liter gewesen. Und wenn ich den mit 17 hochgefahren bin, also nichts Maximale ausgereizt habe, ne, sondern nur so 90% ausgereizt habe, dann waren das 3 Liter weniger. Ja. Und wenn ich mit jeder Tour 3 Liter weniger
haben kann. Also das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung. Und da hat Fendt wirklich was geleistet. Was Negatives habe ich auch. Das ist definitiv die Kabine. Ja. Die ist zwar genauso groß wie bei der anderen, aber nur wie bei der 700er, nicht wie beim 800er, wo wir haben. Also die Kabine ist ein bisschen kleiner geworden. Das Kühlfach ist ein bisschen kleiner. Dann der Monitor ist für mich auch ein bisschen zu wackelig montiert. Wir können ja mal kurz reingehen. Ja, also da haben wir wahnsinnige Vibrationen. Vibrationen heißt es nicht, ne? Aber das schüttelt. Ne? Das schüttelt. Ich habe jetzt auf dem Sitz. Ne? Ihr seht, wie der Monitor wackelt. Ja? Kann man auf der Kamera nicht so perfekt zeigen. Aber dieses Gewackel zeigt schon, dass ich während dem Fahrer eigentlich nichts drücken kann richtig. Ja? Also den Monitor bediene. Hier. Das ist also während dem Fahrer schwierig. Oh, leck. Drücke mal auf den Knopf. Also den Monitor bedienen, schwer an dem Fahrer, schwierig. Klar, hat man hier dieses Stellrad, ne? Kann es hier machen. Ja, die Bedienung an sich vom Monitor finde ich super. Also auch die Strukturierung, wie man sich das bestücken kann, das ist toll. Aber das Gewagel hier, ja, also der ganze Sitz, das da, das ist, was mir im Prinzip am Alter besser gefällt. Ja. Was auch ist, ist der Bildschirm da oben. Der ist auf jeden Fall, wenn es dunkel ist, am Morgen zu hell. Kann man sicher irgendwo dunkler stellen. Aber da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, wo man den dunkler stellen kann. Aber das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, wo ich sage, der blendet mich jetzt. Vielleicht sind es auch einfach nur meine alten Augen. Sonst ist das Ding echt eine tolle, gelungene Sache. Was auch ähnlich ist wie mit dem Gewackel am Bildschirm hier, ist das Gewackel am Spiegel. Gerade wenn man rückwärts fährt, hat man da auch gewisse Schwingungen drauf. Das ist am 800er auch ruhiger, also da steht auch besser der Spiegel. Da hast du eine gewisse Geschwindigkeit, wo du dann halt einfach nichts mehr siehst, weil der Spiegel wackelt. Ne? Also das ist dann gerade beim Rückwärtsfahren ein schlechtes Licht am Morgen oder am Abend, ist es echt schwierig, dann da damit zu arbeiten. Also das ist etwas, wo ich sage, ja, man würde jetzt sagen, die Schraube da oben nachziehe am Spiegel, habe ich gemacht. Das ist nicht, also das ist der ganze Halter, der da einfach mehr wackelt. Ne? Also da ist vielleicht aber auf die Bereifung zurückzuführen. Ich weiß nicht, weil die Bereifung halt relativ neu, relativ hart ist noch. Vielleicht wird es besser mit der Zeit, aber im Moment ist das Einzige, was mich wirklich an dem Schlepper noch stört, wenn man das sagen kann, dass einem das stört. Ja. Wenn der Schlepper nach vorne läuft, stört einen das natürlich nicht. Das stört einen erst, wenn es dunkel wird und die Mulde irgendwo rückwärts in ein kleines Loch nehmen muss. Und man will irgendwie 7 oder 8 Kilometer fahren, dann könnte einen das ein bisschen ärgern. Aber sonst hat Fender wirklich was Gutes gemacht. So, lasse ich es jetzt stehen. Es ist nur ein 300-Stunden-Fazit. Ne? Preislich ist das Ding natürlich viel zu teuer. Immer noch viel zu teuer. Aber sind wir uns einig, die Schlepper werden immer billiger werden. Der wird halt wahrscheinlich einen anderen Wiederverkaufspreis hoffentlich mal haben wie die anderen. Somit relativiert sich es wieder und dann wird der Fendt halt wahrscheinlich trotzdem ein sehr günstiger Schlepper sein für die Betriebsstunde. Das sage ich euch dann, wenn es soweit ist und mir den wieder hergebe und schaue, was wir dann dafür kriegen. Die Spannung steigt also. Dann wissen wir auch ehrlich erst, ob es ein Geschäft ist, weil im Moment ist er halt 100.000 teurer wie die alte Maschine. Und die müssen natürlich auch abgeschrieben werden, die 100.000 Euro mehr. Und somit ist da halt viel mehr Abschreibung pro Stunde drauf, wie bei der anderen. Das heißt also für mich, viel Auslastung muss der Schlepper haben, damit er sich wirklich noch rechnen kann. Ich glaube, auf einem normale landwirtschaftlichen Betrieb wird es verdammt schwer, um diese 250.000 irgendwo wieder einzufahren. Das, denke ich, ist das Problem wahrscheinlich von allen Händlern im Moment, dass die Preise halt wirklich an einem Niveau sind, wo die Landwirtschaft im Moment nicht mehr mit kann. Vielleicht relativieren sich unsere Preise mal wieder, dass wir mehr Geld für unsere Produkte kriegen, dann ist es für uns einfacher, sowas zu kaufen. Aber wenn das nicht der Fall ist und wir weiterhin so in der Senke unterbleiben mit der Preise und auch die Ernte war natürlich auch nicht toll dieses Jahr, dann denke ich, werden sich die Händler auch schwer tun, diese teuerpreisige Maschine zu verkaufen. Alle anderen haben aber mitgezogen, ob sie John Deere heißen oder Case, ne? Die sind auch nicht mehr viel billiger. Ganz klar, die Hersteller kaufen viele Teile zu, viele Teile sind auch identisch, ob sie von Bosch oder egal wo sie herkommen. Ja? Die wissen auch, was sie verlangen müssen, die haben auch Mindestlohn, die haben auch Energiekosten, die jetzt deutlich teurer sind wie vorher. Ja? Und das sind halt so Sachen, die sich auswirken. Nur leider der Maiskolben oder das Getreidekorn hat sich in dem Moment jetzt eben nicht bewegt. Und es passt im Moment im Verhältnis nicht für diese teure Schlepper. So langsam mal stehe. 300 Stunden Fazit würde ich ihn wieder kaufen.
Also ihr merkt, ich muss es da schon länger überlegen wie beim Glas. Ja, ich würde ihn nochmal kaufen, aber ich würde ihn noch viel lieber nochmal kaufen, wenn ich wüsste, wie der Wiederverkauf von denen schlepper ist. Und das kann man halt heute keiner sagen. Das Risiko trage ich im Moment ganz alleine. So, das war es in dem Moment vom Fazit. Ich laufe jetzt einfach nur dran vorbei, weil es halt ein schöner Anblick ist. Nehmen wir es einfach mit. Ja, schaut euch ihn an von hinten. Knappe 9000 Stunden drauf. Ja. Hat bei uns auf dem Betrieb eigentlich immer nur die schwere Arbeit gemacht, unser 818er. Ne? Standardtraktor, schlechthin. Für mich unterm Strich beste Maschine, die eigentlich Fendt, glaube ich, gebaut hat. Gibt sicherlich noch ein paar tolle andere Modelle, aber das ist echt ein Schlepper, der halt wirklich Leistung hat, der schon mit großer Maschine arbeiten kann und der preisleistungsmäßig und dieselverbrauchsmäßig halt ganz vorne dabei ist, und der Werte halt ist auch wunderbar. Also das ist jetzt wirklich eine Maschine, wo ich sagen kann, das ist der Evergreen von Fendt. Könnt ihr mir auch mal reinschreiben, wie ihr das seht. Lisa, heute Morgen das kleine Fest war eigentlich nur bis Mittag gebucht und jetzt fahren wir bis heute Abend. War harte, oder? Ja, also ich habe stolze 200 Kilometer gemacht. Hast du halt gemacht, ja? Ja. Oh, da hast du richtig den Kaiserstuhl bereist, oder? Ein bisschen. Gut. Also ich glaube, die Freiburger haben sich ein bisschen dezent erschrocken, denn die Mulde, die kleppert manchmal. Also es ist nicht unsere Mulde, sondern eine Krampe-Mulde. Und da kleppert der Deckel hin, da klappert der Deckel heftig. Und dann bin ich da neben der Straßenbahn lang gefahren und dann klappert das Ding aber eins. Und alle so, Scheiße, Bombenanschlag oder was? Also ja, ich habe die Freiburger ein bisschen aufgemischt. Also gut. Vom Straßenbahnfahrer habe ich einen Daumen nach oben bekommen. Echt? Ja. Der hat sich gefreut, dass ich da war. Dass endlich mal was los war, ja, im Städtle, oder? Ja, und das ist alles so scheiße was los. Aber bist gut durchgekommen, oder? Also die Straße war passend für dich. Ja, ja, ich bin ja Spezialweg gefahren, muss ich sagen. Mit Autobahn, oder? Mit Autobahn. Nee, also ich bin 100 Meter ungefähr auf der Kraftfahrstraße gefahren, aber hat mich niemand gesehen, also alles gut. Aber muss man dazu sagen, wir haben zwei Tage vorher diese Straße auch probiert, ja? Ob's geht. Also die richtige, die man eigentlich fahren müsste, die führt also direkt ins Wohngebiet. Und bis dato war das dann eigentlich die gerade Strecke durch und dann bist du eigentlich direkt am Bahnhof, ne? Und jetzt sind sie aber hingegangen, haben aber den direkten Weg in eine Einbahnstraße verwandelt, die dir dann entgegenkommt, wo selbstverständlich alle Fahrradfahrer auch gegen die Einbahnstraße fahren, vielleicht dürfen sie sogar. Und die Traktoren und die Autos und die LKWs, nee, LKWs nicht, aber Autos müssen dann quasi rechts um den Block rum und vorne wieder rein. Ne? Also wegen 100 Meter geradeaus, Haufe parkende Autos und wahnsinnig viele Leute, die dann quasi die Einbahnstraße, also in die andere Richtung, auch benutzen. Ne? Mhm. Also da war mir dann persönlich klar, das habe ich jetzt einmal gemacht mit der Mulde dahinter durchscheißen, mit dem viel Verkehr. Ja? Also ich werde die 100 Meter Kraftfahrstraße jetzt immer nehmen. Können wir auch gleich mal so festhalten, ne? Also es ist ja eigentlich, das Schild ist ja nur eine Vorwarnung und dann kann man ja sagen, nach der Einfahrt kommt erst die Kraftfahrstraße. Nee, nein, schaut's, kostet 20 Euro, scheiß drauf. Also ein Tod muss man sterben und ich musste heute da zweimal durch und da habe ich gedacht, komm, nee, machen wir das so. Also wenn alles durcheinander gefilmt, war alles grausam, wir waren ja alle auf der Baustelle unterwegs, der Lukas durfte gar nicht, der ist immer noch in der großen Fabrik. Der steht übrigens hinter der Kamera, kommst mal zu uns, lass auch noch im Film war, diesen Tag hier. Ach, auch da. Also ich glaube, gleich ein wenig was haben wir zwei gemacht auf der Baustelle so. Ja, ein bisschen was gezeigt. Ich habe ein paar coole Drohnenaufnahmen, wenn ich die Lukas irgendwie zukommen lassen kann. Da ist nämlich die Baustelle von oben gefilmt worden und die habe ich auf dem Handy. Ja, das kriegen wir gleich hin. Wenn ich die dir irgendwie rüberschicken kann. Du hast doch dieses Convert-Programm, ach keine Ahnung, machen wir auf jeden Fall gleich. Und dann zeige ich ihm die und dann kann ich ihm die schicken und dann seht ihr auch mal die Baustelle von oben mit der Drohne gefilmt, wie Papa auch beladen wird und so, also eigentlich relativ cool. Die haben es nämlich extra in Querformat. Eigentlich brauchen wir das gar nicht erklären, weil wir jetzt ja hier ganz im Schluss im Video sind, oder ist das jetzt der Anfang? Also falls es... Also wir können lang und breit jetzt Erklärung machen, was in dem Video schon war. Gesehen, also, alles schon gesehen. Falls es drinne war, ich denke, ihr habt Spaß dran gehabt. Ja. Also so ist es halt, wenn man ohne Drehbuch schafft und ohne Regisseur. Ja, da hätten wir halt den Schluss, wo wir am Schluss erklärt, was wir am Anfang gemacht hätten. Ja, wir wollten halt nur mal kurz zusammenfassen, was in dem Video alles da war, ne? Das sieht man mal, wie der ADHS, ne? Aber auf jeden Fall haben wir jetzt gutes Wetter gehabt und zum Sonntag könnt ihr euch freuen, da wird wegen Raps gesät. Ja, die Gruber geht jetzt noch los bei dem schönen Wetter. Abfahrt. Es gibt Abfahrt. Wieder landwirtschaftlichen Raps, Content. Ja. Und landwirtschaftlicher Content mal wieder, weil wir haben ja jetzt relativ viel Baustelle gehabt, also letzte Woche ja auch schon. Aber gut, darf auch mal sein. Ich war ja jetzt auch mal anderthalb Wochen dabei. Ja, die Baustelle-Videos sind ja gar nicht schlecht gelaufen. Die war ganz gut. Also ich habe mich auch angestrengt.
also, zusammenzubringen. Action. Also, auf los geht's los. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, ihr kennt's. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren und die Glocke, wenn sie euch anmachen. Noch wollt ich dir noch was sagen? Nee. Bist nur ins Bild rutscht, dass das Bild besser aussieht, oder? Okay. Du darfst auch noch Tschüss sagen. Tschüss, bis am Freitag. Ciao, ciao. Ciao.